Nein, ich glaube, hier wird keiner von euch wird sich jetzt freiwillig melden und Zuschauern das jetzt erklären. Tut es nicht. Ja, Es Bastian, ist wollt ein ihr nicht vorbeikommen? Stil. Das könnte ich eher sagen, bei Jan, ne? Oh mein Gott, Schiffszwieback als Questbelohnung. Digga. Cool. Jetzt habe ich wieder. Oh, jetzt habe ich wieder Durst auf Gedankenschwefel. Oh Jan, wir wollten uns doch schon mehrere Male immer wieder treffen mit Jungen, so, ne? Ja, das klappt nie. Ja. Oder The kenne ich doch Curse. einiges, was nie klappt? Not gonna happen in 4000 years. Mann, Daniel, man kann man auch übertreiben. 3000 Jahre hätten auch gereicht. Woher kommt Zap hier nochmal hoch? Oder alle, die jetzt gerade hier drin sind. Mit Bernie kommen hier hoch. Und Jawohl, sogar der Bernie kommt hoch. Bernie fährt mit Auto. Ich war schon kurz davor, zu Mario zu fahren. Dann ist ihm eingefallen, dass an dem Wochenende, wo ich hochkommen sollte, ja sein Vater Geburtstag hatte. Ja, wollte es hinkommen. Dann kam was dazwischen. Ja. Soll ich den Songtext nochmal schicken? Können alle schon. Das Witzige war, ich war, glaube ich, am Mittwoch in der Europapassage, aber im GameStop war niemand da. Oh. Echt? Da war ich mal reingeschaut und da war. Mal, da hab ich mir Bier gekauft beim Rewe. Und dann. Ich war da auch, ich bin auch zum Rewe gegangen und hab gesehen, hey, das ist GameStop Europapassage. Ey, wir machen hier Let's Play-Aufnahmen. Keine unauffällige Schleichwerbung. Ich trinke einen Schluck Cola Zero. Ja, sorry. Da habe ich kurz nur. Ich nehme nur mein iPhone. Ich habe ihn kurz gesehen, das war alles. Und ich habe mir gedacht, gehe ich jetzt hin oder gehe ich nicht hin? Oder ich nehme nur mein iPhone in die Hand und mein Logitech Wireless Mouse. Ah, falsch! Mein Wireless Mouse. Mein Wireless Mouse, Frunge! Sure. Mein Wireless Mouse! Und meine Casio-Uhr, Mann, Digga. Eigentlich müsste man mal irgendwie ordentlich trollen. Irgendwie mit Masken oh, oder das, so. Das sag ich jetzt nicht in der Aufnahme. Das sag ich, wenn die vorbei ist. Gut, dass ich das noch nicht verstanden habe. Aber denkst du, ich habe mir dann mal da reingeschaut und so, bin auch zum Rewe gegangen, dachte mir so, Moment mal, Europapassage, GameStop, da ist ja eigentlich Rob, da habe ich mal reingeschaut und da war eigentlich nur so, da war nur so ein Typ, der sich die Spiele angeschaut hat, aber kein Verkäufer. Egal, gehe ich lieber, bevor ich noch gesehen werde. Und dann würde ich da noch ein paar Stunden noch was kaufen muss. Ja. Bevor ich noch den Tagesablauf hören muss. Und dann fängst du an, FIRE! Nee, nee. Und dann, bevor du ein Inhaltsverzeichnis von jedem Spiel da vorgetragen bekommst. Ja. Was sagst du, da möchtest du eine 2-Stunden-Session mit Rob machen? Wie cool! 2-Stunden-Session mit Rob machen, plümm! Ja, was für eine Session. Badum. Wie cool ist dieses Chili con Carne eigentlich? Ja. Die hat tausende von solchen Videos, wo er einfach mega beim Kochen upraged. Ja. Was für ein konstruktives Weit rauskommt. Ah, doppelter Angriff. Weil die alles zweimal kochen, denn die müssen komplett aufräumen und das alles nochmal machen. Oh, das werde ich hier nicht überleben, ja. Weil ich glaube, wenn man versucht so zu kochen, ich glaube, daraus wird dann nichts was. Also wenn du das ein paar Mal machst, kannst du die Küche renovieren. No. Warum habt ihr das noch nicht gemacht? Ich hab gehört, bald kommt In Let's Denglisch? Cook auf dem Konfi-Kanal. No. In Denglisch oder was? Dann sehen wir so Jan so, nun machen wir deutsches Schnitzel oder irgendwie so klatscht dann alle so Parmelade oder so Schnitzel. Durch den Parmelade. Ah! Flüpp, flüpp, okay, passt. Also, ich darf keine Mayonnaise, ich nehm Bier. It's good for you. Auf Ex. Ich stell mich immer so perfekt, man. Also, nun müssen wir das Fleisch schneiden. Let's go. Und dann so eine Machete oder so. Am besten noch in der Luft noch aufschneiden. So, flüpp. Und natürlich, so gehört so genau. Natürlich gehört zu jedem deutschen Gericht. Bier! Bier! Das Geile bei diesem Schweden ist einfach, da gibt es nur eine Kochszene, dann hat er so einen Block Butter, der halt für so einen Kuchen geschmolzen werden muss. Dann stellt er diesen Block Butter auf den Tisch und schreit den an, dann kommt ein Schnitt, Butter ist geschmolzen.
einmal so 10 Sekunden. Ah! Und dann geschmolzene Butter. Rein damit. Voll geil. Warum ist doch hier. Die Butter passiert doch einem jeden Tag. Natürlich. Immer diese Psychomusik so. Deutschlands kurioseste Blitzerfotos. Oh mein Gott, das ist ein Pferd. Ja, kenne ich auch einige. Na, ist ja nicht so, als würde man als Vogel, der an einem zufällig vorbeifliegt, abgelichtet werden. Oh. Auf Verbindung warten. Warteschlange 3200. Hm. Alter, der klatscht, dieses Fleisch, das Fleisch an der Wand. Matsch. Der Typ, ey. Das Fleisch ist al dente. Das Fleisch ist al dente. Oh ja, wenn es an der Wand kleben bleibt, ist es al dente. Flümp, okay, passt. Irgendwie schon, aber das ist eigentlich bei jedem Spiel so. Sobald man sich einmal ausloggt, kommt man nie wieder rein. Bei Sword Art Online, das ist genau umgekehrt. True. Ja, Sword Art Online, klar. Wir bleiben für immer an unserem Computer gefesselt. Scheiße, wenn wir SPD-Politiker? Wie bitte, wer? Ja. Wer will? Na, die Geschichte ist echt skurril. Und weird. Beides. Die haben kein Interesse, die wollen nur eine, wie ich jetzt gelesen habe, wollen die Wiese einmal zum Probetraining, also zum Tryout. Okay. Schade, schade. Wenn er sich gut macht, ein Jahr lang im Performance Center ausbilden, um dann, keine Ahnung, Jo. Und dann sehen wir WrestleMania 31, Tim Wiese gegen Brock Lesnar. Ja, wahrscheinlich. Und Wiese gewinnt! Ich verstehe die Frage nicht. Und Wiese gewinnt. Indem er irgendwie einen Fußball Brock Lesnar in die Fresse schießt. Mit dem Dropkick. Ja, Postillon war so geil. Das ist dieses Satire-Magazin aus. Das ist der Hammer. Also, Tim Wiese bedroht alle mit Dropkick, die behaupten, er würde Profi-Wrestler werden. Klar, kann ihn verstehen. Wow, endlich bekomme ich mal Plattenrüstung. Ich bin begeistert. Cool. Hast du bis jetzt auch immer noch die Standardrüstung gehabt? Nee, aber ich habe immer bloß Lederzeug bekommen. Die ganzen Amerikaner und Russen, wenn die ganze Zeit sagen so, wir haben Rusev. Ja und? Wir haben den und den und den. Ach Leute, wir haben Tim Wiese. Scheiße, wir haben verloren. Laufen schnell zurück zur Kantine. Und wir haben Cesaro. Das sieht man auch immer so eine Promoterin, nicht Wladimir Putin, Angela Merkel! Angela Merkel! Angela Merkel! Instant Heal. Und die machen da nicht wie the people, die machen. Egal, der ist jetzt Heal. Die machen da nicht wie the people, die machen das Angela Merkel-Gedächtnis-Dreieck mit ihren Händen. Ja. Dann kommt so. Tim Wiese zerquetscht, Tim Wiese zerstört. Tim Wiese hau in Fußball in. So, Wiese! Wiese zerstört, Wiese zerquetscht. Wiese haut alle in die Fresse. Ich schwör, Digga. What the fuck is this? I should dig it. Es kommen ganz neue News. Apple-Chef verspricht sicheren Umgang mit Nutzerdaten. Meine Güte, haben wir schon über den 1. April. Der war gut, muss ich zugeben. Der war gut. Jetzt müssten wir so dieses klischeehafte Trommel einführen. Genau. Ich glaube, bevor Apple nutzerfreundlicher wird, wird's. Schalke Meister? Ja, fällt Ostern und Weihnachten auf denselben Tag. Und ich gewinne mit einem 6er im Lotto Plus Superzahl. Jo, das auch noch. Oder wir alle gewinnen gleichzeitig mit einem 6er im Lotto Plus Superzahl. Ja. Ja, klar. Und gewinnen alle die gleiche Menge. Hm. Ja, das sowieso, wenn wir alle im 6er Lotto mit Superzahl gewinnen. Auch wieder wahr. Wenn das passiert, dann ist es uns egal. Auch wieder wahr. Dann kann Tim Wiese auch gerne in der WWE arbeiten.
Ja. Und Justin Bieber steigt bei Slayer egal. Ein. Jo. Boah, Leute, 2 GB ist schon erreicht. Von 8. Das ist nur das Lesende runter. Auch das Kupa, gib mir mal den Download-Link, damit ich hier auch anfangen kann, runterzuladen. Du musst auf. Du musst eine Steam-Verarsche wieder downloaden. Ja, du brauchst Glyph oder du gehst halt ja, auf. Glyph. Ja, Glyph oder du gehst halt auf die offizielle Arc-Age-Seite und loggst dich ein, dann wirst du auf Glyph umgeleitet. Es gibt tausende Arc-Age-Seiten. Was ist denn das für eine offizielle? Beschissene Quest. Komm, ich, das ist eine mach du mal. Ne? Hier steht, das ist eine Elite-Quest. Die Untote Armee erscheint jeden Tag zwischen 2 Uhr morgens und 2 Uhr nachmittags. Was ist mit der arbeitenden Bevölkerung? Arc-Age dürfen Gate die Quest auch Sign machen? Up. Aha, aber bitte auf Deutsch. Ein Bullshit, ey. Warte, okay. Schick mal kurz den Link an ihn. Die Zeit bitte schon. Den Link hab ich benutzt. Ich glaube, ich hab's schon gefunden. Das Feld für den Geburtstag muss ausgefüllt werden. Nein, wer hätte das gedacht? E-Mail-Adresse? Ja, die gebe ich euch natürlich auch. Videoconfi@gmail.com. Na, jetzt hast du es verraten. Passwort! Nein, das lassen wir mal lieber. In welchem Land wohne ich denn? Österreich! Passwort ist Hello Kitty Kofinus. Ja. Hello Kitty Kofinus. Ja. So, und jetzt? Ich habe keinen Tryon-Account. Was soll immer Trion sein soll? Ist das sowas wie Duon? So, nee, ist das, nee, Tryon ist der Developer. Oh, ne, der Publisher, Developer. Vielen Dank für Interesse, werden Trine Games ist der Publisher. Wie heißt der? Der Developer heißt anders, den weiß ich aber nicht mehr aus dem Kopf. Wow, wir sind ja gut informiert. XL Games? Ja, XL Games, ja, stimmt, so hießen die. Crytek hat auch was damit zu tun, interessant. Übrigens, Trine Games sind auch die Publisher von Rift. Na, hier, Kelly, der Link klappt auf jeden Fall, den ich hier gesendet habe. Ja, ist schon gefunden. Mann. Ja, aber gut, wenn du dann die Chinocken wählst. Dann hätten wir zum Beispiel, wenn jeder von uns aufnimmt, was dann hätten wir quasi Kelly aus jeder E-Mail. Sicht. Die neuen Vita-Exklusivtitel ab sofort im PlayStation Store: Hyrule Warriors. Sick of It All, jetzt in der Limited Edition. Geil. Oh Gott, mein Gott. Neue Version von Musiker sucht Musiker online? Echt jetzt? Ja, Keldi ist auf Musiker sucht Musiker. Und was macht man auf Musiker sucht Musiker? Richtig, man sucht Musiker. Nein! Das kann ja gar nicht. Du lügst. Wer hätte es gedacht, ne? Oh, ich habe 2 ungelesene im Posteingang. Kontakt. Oh mein Gott! Kontaktanfragen! Vom 21.01.2014. Ich glaube, die sind etwas alt. Ach, Quatsch. Aber. Brandaktuell. Brandaktuell! Lene. Mit Daniel K. Besondere Pilze sammeln, das riecht nach Drogen. True. Aha, das ist circa 2 Stunden, hat sich jetzt in circa 1 Stunde geändert. Obwohl noch 6 GB übrig sind zum Download. Mal gucken, sie vielleicht finde ich mit gut. So. Im 25 Kilometer Radius. Ambition Semi. Auf jeden Fall Volk- und Weltmusik. Sortieren, ich suche eine Band, die jemanden sucht. Eine Band, die jemanden sucht, oh scheiße. 0 Ergebnisse, da ist irgendwas kaputt. Bitte, 0 Ergebnisse?
ist da los mit der Suche? Null Ergebnisse zu was? Null Ergebnisse zur Suche, aber sobald ich in 100 Kilometer Radius suche, finde ich was. Ah. Finde ich was? Ja, natürlich. Ich fahre auch mal eben so knapp 50 Kilometer, um ungefähr ein bisschen zu zocken. Aber die suchen leider Gesang und alles Mögliche. Und singen könnte ich zwar auch, aber ist nicht das, auf was ich Bock hätte. Oh. Auch wenn ich eine liebliche Stimme habe, ich weiß. Oh mein Gott, jetzt kriegen wir sogar diese wunderbare Werbung. Oh, jetzt kriegen wir diese wunderbare Werbung sogar als E-Mail, dass wir dieses unglaubliche Angebot nutzen können für das Network für gerade einmal. 10, 10, 10? Nein, nein, nein. Ganz genau für nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Was bringt eigentlich Erz? Kannst du bestimmt schmelzen. Aber der hat es schon, aber ich frage mich, kann man da irgendwie Rüstung draus herstellen? Stimmt. So, anmelden, es donnert draußen. Anmelden, es donnert draußen, ja. True. Oh, ich könnte ja mal versuchen, meinen Gleiter auszuprobieren. Du scheinst einen neuen Standort ausgewählt zu haben, bitte? Oh, maybe not. Bitte, ich hab mein Dings doch gar nicht an. Ja, das hat er bei mir auch gesagt. Bibliothek. Du musst einfach nochmal deine E-Mail-Adresse aufrufen, hat er den neuen Code geschickt. Wer hat neuen Code geschickt? Ah! Standort Computer geändert. Das gebe ich jetzt in meinen Client. My Client! Deine Bibliothek ist momentan leer. Den Client herunterladen. LOL! Was, What? Daniel zockt LOL? Nein. Daniel zockt LOL. Nein, Zap, versuch nicht von dir abzulenken. Wieso? Ich mach Hello Kitty online. Ja. Das ist keine Ausrede. Nein! Okay, Katie kann ja beibringen, wie es geht, und dann wird Daniel bald ein guter LOL. Das könnte ich sogar rein theoretisch. No, not really. Frag mal lieber Copa, der hat LOL immer schon als geniales Spiel gesehen. Nicht. Du hast gehört, du hörst die Begeisterung. Ah, hör mal, jetzt überleg mal, Copa. 1 Million US-Dollar. Okay, du musst die durch 5 teilen, weil ihr 5 Leute seid generell. Aber stell dir mal vor, 200.000 US-Dollar. Nur fürs Zocken. Du musst zwar dein ganzes Leben praktisch daran verwenden, die ganze Zeit nur Leute zu zocken, aber was soll's? Hört sich ja toll. Überleg mal, 200.000 Dollar. Eben. Für den Arsch. Wie, für den Arsch? Kupa lässt sich eine Arschoperation machen. Ja, klang so. What? Hashtag random Bullshit. Oh ja, das sind wir. Das kommt mit Best of. Facelifting 2.0. Seid ihr immer auf? Was? Ich könnte aus dieser reinen Folge ein Best of machen. Ja, tue ich. Du scheinst einen neuen Standort zu verwenden. Wie wär's mit Nein? Ja, irgendwie. Hast du den Client schon gedownloadet? Der Client ist runtergeladen. Der Client! Zwischen also den Einstellungen kann man unter Fortgeschritten auswählen, dass in Login für immer diesen Standort merken. Login für diesen Standort merken, verdammt! So, und jetzt log dich ein. Willkommen bei Glyphe. Was auch immer mit Glyphen habt. Glyphen? Ich finde Runes schon viel besser. Warum nennt ihr euch nicht Runes? Aber ist bestimmt schon vergeben. Genauso wie Fotziviecher ist eine geschützte Marke. Was? Runes of Magic? Ja. Tell you, let's play Runes of Magic. Ja, nee, danke. Da let's play ich lieber LOL. Okay. Okay, Kelly, let's play LOL. Nicht alleine. Ja, mit Copa. Celine. Nee. Celine ist, gelinde gesagt... Verhindert.
Das meinte ich eigentlich gar nicht. Meinte er nicht, gerade nicht sonderlich dickig. Aber das ist ja, glaube ich, der geringste Teil der Konsum. Sonder nicht viel. Man könnte ihn sogar an einem Finger abzählen.